Hallo und herzlich willkommen allen hier auf Foxtechnologies.com. Euch wünsche ich alle eine frohe Weihnacht und äh, ja, das ist jetzt noch ein Video um drei Uhr morgens. sehr ist jetzt richtig, was ich gerade eben noch rausbasten will. Und zwar habt ihr ja, äh, wie ihr wisst, bestimmt schon mal auch beim Chip Adventskalender vorbeigeschaut. Das ist also der Link kommt dann in den entsprechenden Thread, also ihr müsst in der Beschreibung auf den Thread klicken, da ist einfach nur ein Link, das nennt sich dann auch Thread und dort findet ihr wiederum einen Link zum Adventskalender oder ihr tippt euch das jetzt mühevoll ab und ja, Chip beschenkt quasi jedes Jahr mit 24 Türchen seine Leute. Manchmal sind recht gute Dinge dabei, wie zum Beispiel dieses Jahr war Hypercam mit dabei, eine recht gute Bildschirmaufnahmesoftware, viele... Dinge sind, sind zeitlich begrenzt, zum Beispiel die Hypercam-Software war nur für einen Tag kostenlos zu ergattern, dann konnte man sich per E-Mail registrieren und hat dann einen, einen Lizenzschlüssel erhalten. Gut, heute haben wir den 24. also Weihnachten direkt und heute ist was echt ganz Besonderes drin, was sehr ungewöhnlich ist für Chip und für alle anderen und deswegen finde ich das mal eine willkommene Abwechslung und deswegen mache ich auch erst ein Video drüber. Weil normalerweise findet man hier zum Beispiel nur Tune-Up Utilities drin. Irgendwie von vor 5 Jahren oder so. Und äh, heute ist was ganz Geiles drin und zwar der Magix Music Maker 17 Classic. Äh, nur mal zum Vergleich: Ich habe den Music Maker 17 Premium damals, als er rausgekommen ist, mit meinem Vater zusammen gekauft. Ne, 80 Euro. Und jetzt gibt es den quasi so bei Chip. Das einzige, was anders ist beim Premium, ist, dass da halt mehr Soundsets mit dabei sind. Also die Dinge, die man quasi sich mit dem Soundpool noch dazu kaufen kann. Es gibt nämlich auch einen kostenpflichtigen Soundpool-Link eben auch in dem Thread, ähm, mit dem man sich das hätte, mit dem man sich das Klassiker erweitern kann. Ist da schon drin. Ja, jetzt, wie installiere ich das Ganze? Ihr ladet euch einfach die Software runter, öffnet sie. Und dann registriert ihr euch ganz normal auf eine Aufforderung. Achtung, hier steht auch, dass es sein kann, dass dann eine Meldung kommt, es verbleiben ihnen 30 Tage Nutzungszeit, weil es eigentlich theoretisch eine umgemodelte Demo ist. Das ist aber laut Chip ein Bug und beim nächsten Start sollte der verschwinden. Und ja, drückt einen Daumen hoch oder runter auf dem Video. Ich wollte euch einfach nochmal darauf hinweisen, weil mit Magic's Music Maker, wer die Software nicht kennt, der ähm, ja, soll ich sagen, man kann damit einfach äh, Musik machen, schnell und einfach. Das sind sogenannte Loops schon mit dabei, die man einfach reinziehen kann. Und so kann man quasi seine Stücke hinkomponieren, wie man mag. Und äh, das ohne irgendwelche Musikkenntnisse oder sonst irgendwas. Und hier ist auch noch eine Fotostrecke dabei. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Genießt die Zeit mit eurer Familie und natürlich die Zeit mit Fox Technologies.